Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind ja hier im ehemaligen Spukhaus, wo sich hier Corinna und der kleine Göttling, oder die kleine Göttling-Dame Sarah, ganz gut miteinander verstehen. Jetzt ist die Frage, komme ich denn von hier auch irgendwo raus? Ich rede mal. Hallo? Ja? Nee. Vielleicht kann ich mit ihr hier mal quatschen. Oh, hab ich dich erschreckt? Ups. Nee, wenn ich dich jetzt nicht erschreckt habe, ist alles cool. Hier muss irgendwo, muss doch hier. Kumpel, mach keinen Scheiß, lass das Licht an. Ich würde nämlich gerne sehen. Hier geht's nirgendwo raus. Ach, das ist doch, Mist ist das. Das ist doch Mist. Da muss ich mir echt für 50 Mäuse so eine Karte kaufen, außer ich puste den Typen natürlich weg. Das kann ich auch mal versuchen, ob das funktioniert. Upsa. Weißt du, einfach mit so einer Druckwelle, dass er samt seinem Stuhl da durch die Tür jodelt. Das wäre noch so eine kleine Idee. So, die Fackel kannst du wegstecken. Lass mich am Leben. Wieso sollte ich das nicht tun? Ich weiß nicht, ich bin gerade verwirrt. Bovakin heißt das. Oder so. Alter, was für Affen hier unterwegs sind. Oh! Entschuldigung. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Ja. Sind In lecker. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Passt auch nicht. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Da bräuchte ich jetzt hier so ein Assassins. Tja, wieso auch nicht? Nein, jetzt komme ich hier nicht übers Dach. Kennst du die Ballade von Wanda, die einen Nilfgaarder verschmähte? Ach, Kacke. Na gut, dann. Ich gehe ja schon. Ich bezahle ja. Bevor ich hier noch ewig rumdüse. Hey, du. Hast du Stutenfohlen gesehen? Was ist denn Stutenfohlen, bitte? Ist das schon wieder so ein Typ? Hallo kleiner Zwerg. Ich komme mit dem Namen irgendwie gar nicht so zurecht. So, jetzt pass mal auf. Die Temerier nehmen uns die Arbeit weg. Das kann ich nicht angreifen. Na gut. Brauchst du eine Karte? Ja. Ja, eine. Hier, bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind sehr schüchtern, wenn sie proben. Und? Was hat diesmal nicht gestimmt? Hallo. Ich weiß es Faction. Nicht. Es muss einfach feuriger sein. Ich stecke sein. Fest. Es ist so schwer, Inspiration zu finden. Bestimmt sein Schritt und wild sein Blick. Deine Augen. Wirklich merkwürdig. Dieser Fall. Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva. Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Die anderen wissen das gar nicht, oder was? Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Der Rittersport, der ist momentan mit ganzen Nüssen in Schwierigkeiten. Rittersporn ist in Schwierigkeiten. Das war mir klar. Aber wie ernst ist es? Hat er die Frau eines mächtigen Mannes verführt und ist untergetaucht? Hat er ein beleidigendes Couplet über die Priester des ewigen Feuers verfasst? Viel schlimmer. Ich will ihm helfen, aber dazu muss ich erst Dudu finden. Aber der ist auch verschwunden. Ich habe einen Plan, um ihn aus der Deckung zu locken, aber ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Natürlich. Aber was können wir tun? Ein Stück aufführen, so wie ihr noch nie aufgeführt habt. Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken. Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben?
Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Hm, klingt interessant. Ich schau's mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Wie soll ich es denn? Als Marktschreier werde ich wohl, ja wohl kaum fungieren. Vielleicht verteile ich Flugblätter. Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus, aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Gut, und dann zwecks Sicherheit? Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Fällt dir jemand ein? Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Sehr schön. Na dann. Danke für die Hilfe. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Bis dann. So, heure Jongleure von der als die Lunden bekannten... Na gut. So, als erstes schauen wir uns mal um, was hier so eine Schauspielers damit und so an Geraffel rumfliegen hat. Oh nö, das gewittert jetzt aber nicht, oder? Na, es regnet. So, mal wieder auf Axi umgeschwenkt. So, aber gibt doch recht ordentlich Material hier. Entschuldigung. Schreibe ich mir mal eben auf. So. Und dann mal schauen, ob ich dran denke. So. Ja, scheiß Wetter. Okay, pass auf, ich meditiere mal bis zum Morgengrauen. Dann sollte der Regen eigentlich aufgehört haben, ne? Jo. So. Also muss ich jetzt in die Scherben. Na doch, Weltkarte. Die Scherben. Ist das hier das Optionale? Genau. Dann gehen wir jetzt da zuerst hin. Gucken, wie wir das am besten machen. Boah. So natürlich nicht. Ich mag die Musik auf dem Marktplatz hier immer. Das klingt so lustig. Was ist das für ein Händler hier? Willkommen, willkommen. Zeig mal. Was hast du denn da? Oh yeah, da kann ich wieder alles verkaufen. Sehr schön. Oh nein, der war Mist. 5 Bonuserfahrung bei Humanoiden. Was kostet das? 37. Ja. 300. Na egal, die 300, die knüpfe ich ihn jetzt auch noch ab. Oder auch nicht. Scheiße, jetzt habe ich wahrscheinlich voll das miese Geschäft gemacht, ne? Oh Mann, oh. So, was ist das hier? Das ist alles Essen und so ein Zeug. Dann da nix. Hier kann man eigentlich alles verkaufen an dem Mumpitz. Haben wir doch zumindest mal wieder ganz schön Platz gemacht im Inventar. Haus da rein. Bis dann. Boah, nicht ins Gesicht. Schlimm ist das, mein Geld. Wie komme ich denn da hin, sag mal? Nein, ich muss hier rechts rum. Das heißt, ich kann gar nicht weiter reinzoomen. Ich glaube, hier muss ich raus und dann gehe ich da so rechts hoch. Die Verbrecher helfen
der Tempelwache sagen? So, hier raus und dann rechts rum. Haben Sie ihn kalt gemacht oder ist er abgehauen? So. Natürlich machen wir die optionale Quest mit, wenn wir das schon mal machen. Ist ja klar. Meister? Die Leute in dieser Stadt. So. Rettet uns vor dem Bösen! Was denn, wo denn? Achso. Ich dachte, da wäre schon wieder irgendjemand überfallen worden. Wo? So nicht, mein Freund. Meine Güte. Verdammt. So. Geralt für Ruhe und Ordnung. Vote for me. Halt nicht, die beschimpfen und bespucken mich höchstens nochmal, dass ich sie gerettet habe. Diese Bauern. So, hier irgendwo. Was ist mit dir? Und was? Wer weint denn da? Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Viel zu tiefe Stimme. Lunden. Ach, die Lunden. Die Ludolfs. Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ja doch. Klingt lustig. Ein Schläger? Schmeichelhaft. Danke. Vergib uns. Du siehst gefährlich aus. Und wir hatten in letzter Zeit reichlich Ärger. Nissa ist mit den Nerven am Ende. Wie wir alle. Na gut, dann, gibt's Geld, weil Arbeit. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade »Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht«, Fressen und Huren, das kann er, der Wicht. Werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten. Vergraulen das Publikum. Zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Das klingt nach einem Job für mich. Haben Sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nissa hat gehört, dass Sie irgendwas anzünden wollen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Ja, reden kann ich nicht so, aber... Ist das jetzt eine Nebenquest oder wie sieht das da aus? Vertreibe die Halunken, das will ich jetzt. So, dann vertreiben wir mal ein paar Halunken. Solange die Schwarzen die Freischärler. Da muss ich dann erstmal ein Stündchen und so, ne? Weiß Bescheid. Solange die Sag Schwarzen das nochmal, wenn du dich traust. Ich hab doch gar nicht. Hallo? Ihr seid das also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Also, ich hätte ja jetzt gesagt, ich streune ein bisschen herum. Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen.
Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Aber jetzt kann ich, mach mal Überzeugungsarbeit. Lass die Lumpen in Ruhe. Ja, wir lassen sie in Ruhe. Was zur Hölle? Schwarze Magie. Er ist ein Magier. Auf ihn! So ein Humbug. Mach die Missgeburt. Hör endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Ja. Verdammt! Genug, Jungs, weg hier! Ja, man muss einfach nur den Boss töten. Ach, dieser Anblick! Denen hast du's gegeben! 1, 2 über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne! Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals! Bitte, das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum, ja genau. Hau rein. Noch mehr Treibhaus. So, jetzt müssen wir zu den Docks und ein paar Ordner dazu anheuern, dass für Sicherheit auch noch gesorgt ist. Und ich will ganz schnell von den ganzen Kranken hier weg. Nicht, dass sich Geralt hier noch so einen Schnupfen einfängt. Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in die Luft jagen? Hä? Stank. Schön lecker Schweinefleisch. Mein Mann kommt jeden Chicken! Blutrot nach Hause. Er arbeitet im Schlachthaus. Ich kenne das Problem. So ist das Leben. Du musst die... Wie viel Essen hier ist? Wie Wache. Naja, ich gehe ja schon. Bevor ihr noch irgendwo Ärger gibt, weißt du... Hey, da sind Mäuseköttel im Brot. Köttel? Nein, nein, das ist Vollkorn. Rosinen. Ich find's herrlich. So, ich bin mal gespannt, wann wir denn aus dieser Stadt hier mal rauskommen. Wir sind ja hier eigentlich schon sehr, sehr lange unterwegs in der Stadt und questen uns hin und her. Bin mal gespannt. Wie gesagt, was als nächstes kommt. Falls wir denn hier rauskommen. Ich meine, klar, wir müssen nur die Nebenquests annehmen und schon wären wir draußen, aber hier ist gerade so spannend. Oh. Naja, mal mehr, mal weniger spannend, kennt man ja. Eigentlich hätte ich auch gleich Plätze nehmen können, weil hier ist ja echt fast nichts los. Da hätte ich auch durchbrechen können. Erwischt keinen Falschen bestimmt. Ganz ruhig. Hey, sieh dir den Rumtreiber an. Ich bin doch kein Rumtreiber, du Bauer. So. Ach, jetzt, jetzt kommt die Sonne langsam rum und dann sehe ich dann bald nichts mehr. Dann muss ich in der Aufnahmepause mal ganz kurz dann switchen. Rette mich. Ich sterbe. Von lichtdurchlässig zu lichtundurchlässig. Vorsicht! Schnauze. Oh, heiligstes aller Feuer. So. Ach, hier ist was los. Mit wem muss ich denn reden? Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Du bist aus Nilfgaard. Ja, gehen wir direkt auf ihn ein. Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Ja, das wäre natürlich die Idee, wenn ich gewinne, ne? Aber ich habe das letzte Mal so tierisch auf die Nase bekommen. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details.
Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Metina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Puh. Jo. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört's uns. Nur fair. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Ich hab auf den Fettarsch gewettet. Du bist so gut wie tot! Die Dresche vergisst er nicht so schnell. Genau! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Hä, wieso rollt denn der jetzt nicht? Ich hab auf den Fettarsch gewettet. Die Dresche vergisst er nicht so schnell. Hallo? Oh! Warte. Ach, das darf ich nicht. Oh, ja, klar, natürlich. Gut gekämpft, Weißer. Du hast Hal gefallen. Das sehe ich an seinem Lächeln. Wir haben Zeit für eine kleine Pause. Danach können wir bewachen, was du willst. Keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Und das Geld behalten wir. Nicht halt? So. Ja, war klar, dass ich verliere. Naja. Der Wind heult. Und jetzt? Ja. Warte. Ich mach das mit Plötze. Es geht um einiges schneller. Komm her, Digga. Oh, was ist denn mit dir schon wieder nicht richtig? Hallo, steig jetzt hier auf. Komm schon, Plätze. Ah, das ist doch schon wieder. Ich kann hier nicht, Na gut. Da kann ich halt kein schnelles Reiten machen. Mir reicht's mit dem Leben. Ah, zumindest ist es schneller, als würde ich, zu Fuß gehen. Ja, Freunde, jetzt haben wir heute, Ja, besonders viel haben wir ja nicht geschafft, aber halt. Ich muss pissen wie ein Stier. Hilfe. Besonders viel haben wir ja nicht geschafft, aber wir haben zumindest mal das Zeug für das Theaterstück geholt. Und dann werden wir hoffentlich in der nächsten Folge dann den Dudu wiederholen, wiedersehen, wiederfinden. Dafür müsstest du eigentlich zahlen. Ach echt? Das war mein Pferd, nicht ich. Ja, wie gesagt, mal gucken. Und ob wir dann hier Don Rittersport irgendwann mal aus seiner Misere befreien können. Hier kommen, absteigen. Das bringt so nichts. Kann ich eigentlich Tauben abschießen? Wohl eher nicht so. Okay, das stört ihn nicht. Schade. Entschuldigung, wollte ich nicht beim Beten stören. So. Ah, das machen wir heute noch. Hier, hallo Mrs. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt denn mich? Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm, aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Sehr gut.
Aber dann kennt ja jeder mich und dass ich der echte Hexer bin. Oh je. Habe ich Talent? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Du musst dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Hihihi. Ja. Reden wir über die Prinzessin oder den Prinzen? Ah, die Prinzessin. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Priscilla oder sie? Na, hat die Bühnenerfahrung, weil falls sie improvisieren muss, dann kannst du schnell umschwenken. Du hast die Rolle. Talent und Erfahrung sind für mich wichtiger als Aussehen. Ich fühle mich geehrt und werde mein Bestes geben. So, und der Prinz macht dann Priscilla, oder was? Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Ladriza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullier, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Na, wenn der uns das Ding vermasselt, dann ist natürlich scheiße. Dann nehmen wir lieber den Abelard. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Das Projekt ist auch ohne Maxim schon riskant genug. Gut, ob man hiermit genug verdient? Na, doch, vielleicht werde ich ja Schauspieler, nachdem ich meine Monsterjägerkarriere an Nagel gehängt habe. Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Kopper kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Way! Danke. Na dann. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Nee, ich muss noch meinen Text lernen. Ich arbeite dran. Ich muss noch meinen Text lernen. Ganz schön viel zum Auswendiglernen. Für jemanden, der ein Bestiarium und Dutzende alchemistischer Tränke auswendig weiß, sind so ein paar gereimte Zeilen doch ein Klacks. Viel Glück. Ja, Freunde, wie war das? Nee, ich brauche immer noch den Spickzettel. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht's dann auf die große Bühne. Bis dahin, macht's gut und tschüssi!